Herzlich willkommen zu einer Vorstellung der IDR Manager Software. Mein Name ist Michael Todt, ich bin Produktmanager bei der Firma SVA und dort unter anderem zuständig für den Bereich Disaster Recovery Lösungen. Dieser kurze Film soll Ihnen einen ersten Überblick über diese Software, der Arbeit damit, der möglichen Funktionen sowie des Reportings geben. Zu Beginn möchte ich Ihnen eine Übersicht über die grafische Oberfläche geben. Die Maus bewegt sich im Moment über diesen Bereich. Die grafische Oberfläche sieht auf den ersten Blick sicher ungewöhnlich aus, das ist jedoch beabsichtigt. Das ermöglicht speziell im Desasterfall, dass alle Informationen sehr schnell online zur Verfügung stehen. Lange Suchvorgänge in komplizierten Baumstrukturen sind damit nicht erforderlich. Sie sehen in der oberen Zeile die Hauptkomponenten Main Applications, Sub-Applications und Infrastructure. Diese Komponenten bilden in Summe die gesamte IT-Infrastruktur des Unternehmens ab und sind das Rückgrat für das Disaster Recovery Handbuch. In dem momentan dargestellten Design View bekommen Sie über die Buttons einen sehr schnellen quantitativen Überblick, indem man einfach die Maus über diese Buttons zieht. Sofort werden die hinterlegten Abhängigkeiten sichtbar hervorgehoben. Man sieht an diesem Beispiel Directory Services sehr schön, welche Subanwendungen zu diesem Verzeichnisdienst gehören. Das setzt sich dann fort in Richtung der Infrastrukturkomponenten und bei dem Beispiel DNS-Basisdienst ist ein LDAP-Cluster hinterlegt, der diese Funktion abbildet. In der zweiten Ebene sehen Sie jetzt die Bereiche Task Groups und Task Items. In den Task Items sind die Disaster Recovery Pläne für die einzelnen Sub-Applications hinterlegt und in den Task Groups können diese Pläne zusammengefasst werden, um sich wiederholende Tasks zu vereinfachen. In der unteren, der dritten Ebene befinden sich alle personen- und teambezogenen Informationen. Das beginnt mit dem rechten Feld mit den Personnel Details. Im mittleren Feld sind die Teamdefinitionen hinterlegt und Sie sehen beim Bewegen der Maus über die Buttons, wie sich die Zusammenhänge darstellen. Im linken Feld werden die erforderlichen Rollen definiert, vom Master Admin über den Teamleader bis hin zum Member und können dann entsprechend den Personen zugewiesen werden. Im nächsten Schritt möchte ich Ihnen weitere Informationen zu den in der Datenbank hinterlegten Details geben. Diese werden genutzt, um das Disaster Recovery Handbuch zu erstellen. Sie sehen in diesem Beispiel den Namen der Main Application, Business Intelligence, mit entsprechender Recovery Order sowie dem erforderlichen RTO-Wert, Recovery Time Objective. In einem weiteren Feld können zusätzliche Informationen dargestellt werden, in diesem Fall die Business-Prozesse, die diese Anwendung benötigen. Ich markiere jetzt diese Main Application und gehe in das zweite Feld, den Sub-Applications. Sie sehen hier, für diese Anwendung sind zwei Sub-Applications erforderlich, Crystal Reports und File Services. Auch hier ein kurzer Blick in die Details. Der Name der Sub-Application und die Abhängigkeit zu der entsprechenden Main Application. An dieser Stelle kann auch eine mehrfache Auswahl getroffen werden, soweit erforderlich.
Dann ist auch die Reihenfolge innerhalb der Sub-Anwendungen definierbar. Das kann erforderlich sein, wenn zum Beispiel Datenbanken vor weiteren Anwendungen gestartet werden müssen. Von den Crystal Reports als Sub-Application geht es in die Infrastruktur und Sie sehen, hier gibt es auch zwei Komponenten. Einen Crystal Server für die Anwendung und ein NetApp-System als Datenquelle. In den Infrastrukturdetails sehen Sie die Lokation der Komponenten, Abhängigkeiten sowie weitere Hardware- bzw. Systeminformationen. Wenn die Subanwendung ausgewählt ist, wird automatisch die dazugehörige Taskgruppe mit dargestellt. Diese Taskgruppe enthält jetzt die Verlinkung zwischen der Anwendung und dem entsprechenden Team, zuständig für die Wiederherstellung der Anwendung. Gleichzeitig sehen Sie hier die verknüpften Task-Items, die die eigentlichen Wiederanlaufpläne für die Crystal Reports Anwendung enthalten. Aus den Ebenen der Task Groups und Task Items geht die Verlinkung jetzt weiter in die dritte Ebene, zu sehen an den markierten Buttons. Sie sehen, das ist jetzt das Team Produktivsysteme, welches für diese Anwendung zuständig ist. Hier ist auch hinterlegt, an wen dieses Team reportet, in dem Fall an das Disaster Recovery Management. Zu dem Team Produktivsysteme gehört in diesem Fall eine Person, und hier sind die entsprechenden Teilinformationen dargestellt. Neben den Kontaktdaten können auch spezielle Skills oder Fähigkeiten mit erfasst werden, die im Disaster Recovery Fall wichtig sein können. An dieser Stelle setze ich jetzt die grafische Oberfläche wieder in die Ausgangssituation zurück und gehe auf die Reportmöglichkeiten ein, die eine ganz wesentliche Funktion des IDR-Managers darstellen. Sie sehen hier über den Auswahlpunkt zwei große Gruppen. Rot markiert die eigentlichen Reports, aus denen dann auch das Disaster Recovery Handbuch aufgebaut ist. Und grün bzw. blau markiert im unteren Bereich sogenannte Overviews. Diese Overviews sind Übersichtsdarstellungen, die vor allem während der Erstellungsphase genutzt werden können für Cross-Checks oder Vollständigkeitskontrollen. In diesem Beispiel sehen Sie kurz eine Übersicht über die Infrastrukturkomponenten mit den jeweiligen Details und gegebenenfalls Abhängigkeiten. Diese Informationen werden in der Regel importiert, zum Beispiel aus einer existierenden CMDB, sodass diese Informationen nicht alle einzeln manuell erfasst werden müssen. Im nächsten Beispiel sehen Sie jetzt einen kompletten Wiederanlaufplan für eine selektierte Anwendung, in diesem Fall ein Produktionssteuerungssystem ProdControl. Der Plan wird im PDF-Format generiert und beinhaltet alle Informationen, die erforderlich sind, um die Main-Applikation wiederherzustellen. Sie sehen hier eine klare Strukturierung und Hierarchie. Zuerst eine Oracle-Datenbank, für die mehrere Wiederherstellungstasks erforderlich sind. Die Wiederherstellung des Betriebssystems, dann die Oracle-Datenbank mit Hilfe des Oracle Recovery Managers und eines Backup-Systems und anschließend die Wiederherstellung einer SAP-Anwendung.
Dann geht es weiter zu den nächsten Sub-Applications in der Hierarchie. Zunächst ein QM-System, welches in einer virtuellen VMware-Umgebung läuft, entsprechend die Recovery-Tasks hier. Dann ein Data Warehouse, basiert auf der Datenbank DB2, welche in einer Host-Umgebung läuft. Final eine weitere Data Warehouse-Anwendung, die ebenfalls in einer virtuellen Umgebung läuft, und damit ist der gesamte Wiederanlaufprozess abgebildet. Das nächste Beispiel zeigt einen Konsistenzcheck. Dieser identifiziert zwei Infrastrukturkomponenten, die keine Zuordnung zu einer Anwendung besitzen und damit im Wiederanlaufplan nicht eingeordnet werden können. Hier muss noch eine Verknüpfung erfolgen, beziehungsweise diese Komponenten sollten entfernt werden, wenn sie für den Wiederanlauf keine Bedeutung haben. Ein weiteres Beispiel, diesmal für den Datenimport über die integrierte Schnittstelle. Diese nutzt das CSV-Format, um Daten aus existierenden Anwendungen, wie zum Beispiel Change Management-Datenbanken, in den IDR-Manager zu integrieren. Dabei können Quellen und Formate ausgewählt sowie die Felder entsprechend zugeordnet werden. Über den Save-Button werden die Daten dann mit einem Mausklick importiert. In einem letzten Beispiel werden die Daten aus der IDR-Datenbank grafisch aufbereitet. Sie sehen in dieser Grafik einem dynamischen PDF eine Übersicht über den gesamten Wiederherstellungsprozess. Aufsteigend von links nach rechts bzw. auch vertikal werden sequentielle und/oder parallele Prozesse dargestellt, einschließlich der Anwendung, Teams und erforderlichen Tasks. In der Vergrößerung werden die Details jetzt sichtbar. Der Wiederherstellungsprozess beginnt mit Netzwerkkomponenten und externer Security. Es geht weiter zu den Directory Services, VDI-Strukturen, Storage-Infrastruktur und Datensicherung. In den weiteren Schritten folgen die business-spezifischen Anwendungen. In dieser Grafik lassen sich sehr gut Cross-Checks durchführen, zu prüfen, ob zum Beispiel alle Anwendungen in der richtigen Reihenfolge definiert sind und ob die Abhängigkeiten entsprechend berücksichtigt wurden. Zum Schluss noch kurz einige weitere Features. Sie können mit diesen beiden Buttons umschalten zwischen dem Design View und dem Table View. Sie können in der Table View Suchpattern vorgeben, um Komponenten schnell zu identifizieren. Ebenso können Sie einzelne Komponenten markieren und erhalten damit die Information, welche weiteren Komponenten oder Anwendungen bei Ausfall dieses spezifischen Teils betroffen sind. Nach Identifizierung der Komponenten kann diese Auswahl auch wieder gelöscht werden. An dieser Stelle ist der kurze Überblick über den IDR-Manager zu Ende. Ich bedanke mich hiermit ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Ihnen auf Wiedersehen.